Hallo und herzlich willkommen. Ein weiterer Teil unserer Kräutergeschichten. Heute geht es um diese Pflanze hier. Ich halte mal ein bisschen näher ran. So sieht das aus. Blaublüten. Was ist das? Eine ganz seltene Pflanze. Ein Bodendecker. Und zwar, das ist der kriechende Gündel. So sieht das aus. Warum ist diese Pflanze so selten? Ja. Schwierig. Seine heimische Pflanze und ja, aber die ist sehr selten. Warum? Keine Ahnung, vielleicht haben die Mönche im Mittelalter kein Interesse daran gehabt, die anzubauen. Obwohl die Pflanze ist ja eine kleine Schönheit, ne? Die schönen blauen Blüten weg schön. Oft in der Fläche, in der Breite, wird ungefähr so hoch, ungefähr bis 20 cm hoch. Ja, eine Heilpflanze. Ja, man soll es nicht glauben, ist eine Heilpflanze. Und zwar, man kann Blüten und Blätter als Tee aufgießen. Mach mal ein Blättchen ab, probier mal, wie schmeckt. Wenn man so ein bisschen auf die Zunge vergehen lassen, damit man noch den Geschmack. Ist bitter. Ein herb, bitteren Geschmack. Dieser Tee hilft gegen Schlaflosigkeit, beruhigt die Nerven zum Beispiel, gegen Sodbrennen soll es gut sein. Ja, so sieht das aus. Natürlich, das wächst, aber das wird ziemlich groß, wenn man das, man sieht. Im Frühjahr, im Mai erscheinen die Blüten, das ist praktisch das Frühjahr, sind dann die Blüten halten relativ lange, bis in Juni gehen die rein. Erntezeit für dieses Kraut ist von Mai bis Juni, Juli, so rum kann man die Blätter ernten. Ja, und selbst im Winter bleibt dieses Kraut immer grün, die Blätter bleiben noch immer im Winter. Ja, es kommt noch immer darauf an, wie der Winter jetzt wird, wenn es richtig jetzt mal kalt wird, dann werden die Blätter auch mal braun, aber das Laub fällt nicht ab. Ja, der kriechende Gündel. Einfach ein schönes Kraut. Wer hat schon was im Garten stehen? Wer hat sowas mal gesehen? Ein unbekanntes Kraut, ganz selten. Ja. Müssen wir jetzt auspflanzen, damit die Pflanze sich weiterentwickeln kann, damit es schön in die Breite geht und schön was ernten können. Kann man auch als Likör ansetzen, kann man natürlich auch. Kann man vieles mitmachen. Suppen, Salate, Eintöpfe, für Aufläufe. Aber wie gesagt, mit der Dosierung ist vorsichtig geboten, es hat einen herbbitteren Geschmack. Muss man, je nach Geschmack, muss man das anwenden, muss man einfach ausprobieren. Tja, der kriechende Gündel. So sieht er aus. Wir sehen uns bald wieder.